Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, machen wir weiter. Wir sind hier stehen geblieben bei der nächsten Hauptmission. Gehen wir direkt rein. Gibt ja eh nichts anderes zu tun gerade. Das ist ja das Schöne, wir haben ja alles erledigt bis jetzt. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruf die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. Okay, was hat er jetzt vor? La Ashaya Vakin Mudlak, Belkulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Alter, okay, die hält das richtig gut aus, the fuck. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Alter, nice one. Alter, das ist ja wie Prestige. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend, nichts ist sonst wahr. Und der Rest? Wo andere begrenzt sind von Moral genau. Und Gesetz, bedenkend, alles ist erlaubt. Erlaubt. Oh, der erste Sprung von ihr. Yo. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg! Grazie. Und ich bin weg. Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolò, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Ezio Auditore. 2, 3, so wie die Spiele und das war's. Der Aufstieg. War das jetzt Sequenz 7 zu Ende oder was? Jo, die war kürzer als ich dachte, um ehrlich zu sein. Jetzt sind wir schon Sequenz 8, das ist ja das letzte oder vorletzte. Oh shit. Blutsonntag. Ja, dann müssen wir ja noch die Assassinen-Gilde auf voll machen, ne? Oh shit, dann muss man vielleicht sogar im Part grinden. Müssen wir gucken. Sequenz 8, die Borgia. Ja, auf jeden Fall müssen wir grinden. Weil ich werde jetzt nicht genau bei 99% aufhören. Plus ich will die Belohnungswaffe haben, weil die ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann mal gucken. Vielleicht haben wir ja neue Missionen, da können wir jetzt zusammen machen und dabei das Grinden. So, gucken wir uns mal um. Also, Versteck von Romulus freigeschaltet, das letzte. Dadurch haben wir dann die Rüstung. Das Lustige ist, wir haben bis jetzt immer noch nicht den Schrumpfkopf gefunden, um für die letzte normale Rüstung zu haben. Jetzt kriegen wir schon die Rüstung, bevor das kommt. Das ist so wie im letzten Teil irgendwie. Ich weiß nicht, warum man das unbedingt so macht. Wenn man schon in dem Spiel so einbaut, dass man Stück für Stück was bekommt, was richtig slow ist, und dann am Ende aber voll den Jump macht auf die letzte Rüstung, bevor man die vorletzte fertig hat, ist ein bisschen komisch. Aber hey, nicht mein Problem. Dann, wir haben neue Attentatmissionen. Das ist sehr gut. Dann müssen wir mit ihr wieder in der Kaserne reden. Das heißt, einmal... Simpel, wir sind schon hier, also kurz mal hier hin. Genau. Gut, jetzt haben wir drei Neuner.
Dem fehlt noch ein bisschen. Oh, bei ihr fehlt nur ganz, ganz wenig. Und sie fehlt noch am meisten. Also sollten wir unbedingt eine Mission machen mit Level 5. Wenn möglich. 4000 EP. Ich suche mal kurz, was die meiste EP bringt. 3000. Nee. 3000. Nee. 4050. Schon mal mehr. Samt. 4200. Okay, dann machen wir Samt. So. Und dafür nehmen wir einmal 1, 2, 3. Und dann nehmen wir... Wenn ich das jetzt so machen würde, weil die braucht sehr wenig, das lohnt sich gar nicht, die hier reinzuknallen. Die schon. Dann kriegt er voll, weil dem fehlten, glaube ich, wirklich 800. Dann wird sie auf jeden Fall Level Up und mehr Richtung 10 werden. Und die machen wir gleich, vielleicht sogar alleine, weil die braucht nur 66, genau. Auf geht's. Und dann machen wir nochmal eine Level 4er Mission, wo sie alleine rasieren kann. Hier, zack, zack. Und tada. Wunderschön. Dann fehlt gleich noch eine, wenn die Zeit abgelaufen ist. Die letzte. Und dann haben wir alle. So, jetzt können wir hier nach unten wieder gehen, denn vielleicht neuer Auftrag, Penthesilia in der Kaserne aufsuchen. Ja, weiß ich. Die Börsen werden nicht hohl. Preise wie diese haben. So, hast du schon Kohle für mich, mein Freund? Wir haben ja einen Zeitsprung eigentlich gemacht, aber ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee, schade. Dann gucken wir mal, was für letzte Items wir freigeschaltet haben. Reparatur ist nichts. Rüstung. Wie gesagt, das geht immer noch nicht. Ist auch die letzte Rüstung. Mailänder Schwert. Plus ein Schaden, ein Tempo weniger, drei Schutz weniger. Ja gut, wenn man mehr Damage haben will, muss man halt in die Richtung gehen. Aber ganz ehrlich, mir ist es immer noch wichtiger als einen Schaden. Aber das ist geil. Streithammer des Heerführers. Das war doch die Belohnung im letzten Teil von Mario. Den haben diesmal richtig doll geboostet, ey. Damn, der 2... Der ist gut. Dafür, dass es eine Einhandwaffe ist mit 5 Schaden? Holy shit. Haben wir noch mehr? Nee, das sind die letzten. Wie teuer sind die? 14.000. Boah. 13.000. Oh, Junge, Junge. Kleine Waffen gibt es nicht mehr. Schrumpfkopf fehlt immer noch. Also das mit den Items ist eine coole Idee, aber es ist sehr, sehr nervig, weil du die nicht sofort sehen kannst, wohin. Du hast keine Missionen, die dir da hinkommen. Du kannst sie auch irgendwie nicht sofort finden in den Truhen. Vielleicht muss ich wirklich jede einzelne Truhe machen. Das ist aber dann crazy zu erwarten. Dann brauche ich auch die letzte Rüstung, um ehrlich zu sagen, nicht. Weil das einfach zu heavy ist dann. Kann ich mal weggehen? Jawohl. Schatzkarten, hier haben wir alle. Stimmt, ich habe ja überall die letzten Bannerkarten auch gekauft. Das ist sowieso das seltenste. Seide. Ein geiler Seide für... Ein geiler Seide. Geile Seide für einfach nur einen perfekten hier, wer ist das? Köcher. Kann man die Köcher nennen? Nein, eigentlich Bolzen. Na, egal. Auf jeden Fall für die Tasche, um mehr Bolzen zu haben. Das ist es ein Köcher. Junge. Junge, ich rede im Kreis, ey. Man ist von sich selbst verwirrt. Oh, da ist der Dulli. Stehen bleiben. Wir müssen eh in die Richtung wegen Teleportation. Das heißt, wir nehmen den mit. Stehen bleiben. Weg. Wichser, wolltest du mich wieder runterstoßen? Piss dich. Diesmal habe ich ihn auf die Fresse gegeben. Das ist sehr gut. So. Dann rein ins Hauptquartier, dann teleportieren wir uns zu den anderen Gilden, um mit denen einmal zu schnacken, neue Missionen zu bekommen und dann werden wir natürlich das durchpumpen, ne? Also hier die Assassinen, weil es ist der letzte oder die letzte Möglichkeit. Danach gibt es nichts mehr. So, hier, wie viel müssen wir noch machen und was genau? Pfeilhagel einsetzen, also jetzt auf der Straße einfach spammen und dann müssen wir mit Absicht fighten, rufen, fighten, rufen, fighten, rufen. Theoretisch, wenn ich doch fighte, ne? 25 Mal im Kampf Assassinen gerufen. Das heißt, ich kann dreimal pro Kampf eigentlich die sofort spammen. Genau. Also unterschiedlich spammen. Na gut, das ist relativ simpel. Das muss ich nicht mehr, ne? Ne, das muss ich nicht mehr. Gut, weiter geht's. Teleportation. Und jetzt gehen wir zuerst in das Bordell. Gut, mal gucken. Aber ich glaube, Bordell haben wir ja fertig. Aber ich gehe trotzdem sicherheitshalber da durch. So, irgendwas Schönes hier? Nee.
Schade, ich hatte irgendwie eine Animation oder so. Habe ich mich echt vertan mit solchen Animationen? Hm. Ich dachte, wenn man komplett die Kurtisane so fertig macht, kriegt man was dafür. Dann halt nicht. So, Diebesgilde. Und dann zur Kaserne. Die Antate freischalten. Und dann machen wir die Antate zusammen. Damit wir natürlich das auch boosten. Und wieso bewegt sich das der Aim automatisch? Was ist jetzt hier los, ey? Na gut. Oh, alter Besoffene. Es lädt, es lädt. Nee, sonst ist hier nicht. Okay. Gut, dann haben wir die fertig. Und Kaserne, beziehungsweise die Söldner. Aka Antat-Mission werden wir jetzt fertig kriegen. Okay. Und dann haben wir jede Gilde Missionen und die Herausforderungen fertig. Bis auf die Assassinen, wie gesagt. Und dann haben wir sie. Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum er denkt, dass das so ist. Warte mal. Das war ich. Falls man den Sound gehört hat. Ich habe gerade mein Kabel abgemacht, ey. Von meinem Headset. Ich dachte, ich lade das mal nebenbei. Aber ich glaube, deswegen denkt das Spiel, das ist Steuerung, weil davor war das nicht so, dass automatisch in die Mitte gezogen ist. Bei dem Spiel kann ich alles erwarten, dass das auf jeden Fall passiert. So buggy, wie das ist. So. Letzte Mission, dann sag an. Eure Erfolge schrecken dem Papst auf. Rodrigo hat weitere Mitglieder der Kurie benannt, um die Regierung mit Männern zu besetzen, die den Borgia ergeben sind. Machiavelli kennt sie gut. Ich auch. Schon sehr bald. Gut. Wie viele Missionen hast du mir jetzt gegeben? Mal gucken. So, genau. Neu freigeschaltet. Dann, Karte. Also, eins sehe ich schon mal. Zwei sind da oben. Haben wir schon mal drei. Und das war's. Drei Stück nur noch. Nicht, dass ich blind bin. Warte mal. Möchte ich sicher gehen. Und was ist das da? Da drunter? Aha, hier ist noch einer. Der war versteckt. Den markiere ich, damit wir den nicht übersehen. Okay, Leute, wir fangen dann erstmal mit dem hier an. Also reiten wir. Reiten. Ja, ist nicht weit entfernt. Reiten wir dahin. Deswegen markiere ich den nicht. Gehe jetzt nach Gefühl dahin. Oder vom Gedächtnis her. Und dann teleportieren wir zu dem da, weil der ist versteckt bei dem Turm von Ezio. Und dann bleiben nur noch die anderen zwei. Da oben, und da können wir das Versteck auch mitmachen von Romulus. So, wenn wir jetzt Einheiten sehen, sofort einsetzen. Okay, leider nicht. Ah, jetzt müssen wir sogar richtig zu denen hin. Ja, okay, okay, okay. Zack, interagieren. So, Mission. Das Blatt wenden. Cesare ließ seine Wachen mit den besten verfügbaren Waffen ausrüsten. Setzt ihre eigenen Waffen gegen sie ein. Mindestens ein Grobian, ein Verfolger und ein päpstliche Garde mit ihren eigenen Waffen eliminieren. Aber geil. Gut, Hände raus. So. Pferd, wir müssen los. Wie unflätig. Wie un. Nee, das ist nicht das Richtige. Ich wollte unbedingt vielleicht die Assassinen jetzt schon machen. Aber dann sind die auf Cooldown. Ah, da wo die Dings hier waren wahrscheinlich, ne? Andiamo. Wahrscheinlich da, wo die Franzosen waren, genau. Da ist ja eigentlich jetzt gar keiner, aber für unsere Mission wurden da welche gespawnt, cool. Theoretisch, weil hier niemand ist, hätte man das sogar gefühlt wirklich einnehmen können. So, eliminieren. Boah, ich dachte schon, da kommt einer angeritten. Moin Leute, ich dachte, wir kämpfen mal. Was sagt ihr? Na, kommt schon. Bam, Junge. Ui, Junge. Ui, Junge. Okay, neue Animation. Kann man den werfen? Jetzt checken wir mal. Wenn ich sprinte, verliere ich die Waffe, deswegen mache ich gerade nur Joggen. Das geht wirklich, feier ich. Ey, wieso kann man nicht die Waffe kaufen, hm? Okay, du kleiner Bastard, okay. Gib mir deine Waffe. Wie oft muss ich das jetzt machen?
Ich weiß den Fehler. Nein, ich habe den gekillt. Hätte ich die aufheben müssen. Nicht die Waffe. Nee, ich hätte die Waffe nicht mal benutzen können. Ah, egal, das war eh nur optional, ne? Wollte gerade sagen, es ist nur optional. Irgendwie darauf scheiße, ich habe schon 80%, Junge. Was willst du denn von mir? Jetzt kann ich mich entspannen. Endlich so spielen, wie ich das will. Junge, ich verstehe nicht, wie ich den entwaffnen hätte sollen. Wie hätte ich das machen können? Etwa greifen, schmeißen? Oder nee, einen töten? Und bevor er sozusagen, ich hätte ihn töten sollen, erst dann? Genau, das geht ja gar nicht. Okay, okay. Genau, jetzt weiß ich meinen Fehler. Und zwar, davor habe ich ja den Speer geworfen, was das Gute war überhaupt bis jetzt. Also seit langem, von Waffen her. Und ich habe ihn leider gekillt, wo er die Waffe noch geholstert hat an seinem Gurt oder an seiner Hüfte. Und dadurch kann ich ja die Waffe nicht nehmen, weil sie ja nicht gezogen war zum Drop. Ja, GG. Da war ich ein bisschen zu schnell. Hätte ich gewartet, dass er seine Waffe gezogen hat, hätte dann den Speer geworfen, hätte dann die Axt aufgehoben und dann damit gekillt, dann hätte ich die Mission easy geschafft. Aber ist auch dumm, ne? Wieso kann ich nicht entwaffnen? Früher waren die dagegen so anfällig. Eigentlich müssten die auch dagegen anfällig sein, weil die haben schon eine schwere Rüstung, die sind unbeweglich. Das heißt, eigentlich müsste deren Verteidigung dagegen sehr schlecht sein, im Vergleich zu anderen, die beweglich sind. Wie zum Beispiel Dolche oder so. Komisch. Naja gut, ich bin ja nicht der Programmierer hier. Also nicht meine Entscheidung. Wir passen uns nur an ans Gameplay. Gut. Hier müsste eigentlich ein Teleport sein. Wir sind jetzt sehr weit nach oben geritten. Ganz genau, da ist er schon. Zack, zack. Warte. Pfeilhagel. Zack, nur noch 5 Pfeilhagel. Dann wollen wir natürlich zum Versteck. Da ist ja noch auch eine Assassinen-Mission. Oben auf dem Dach. Dann, ne, okay, das ist immer noch so. Da kann ich ja gefühlt mein Headset weiterladen. Mach ich gleich danach. Genau, wir müssen aufs Dach. Dafür nehmen wir natürlich den Eingang hier. Der nach unten führt, aber irgendwie nach oben führt. Und dann müssen wir nur nach da unten. Ey, wirklich schade, dass es keine Taste gibt wie Shift, dass man so runterrennt. Das funktioniert nicht immer. Schade. Ah, hast schon geschafft. Ey, die Zeit geht schnell. Warte mal, dann machen wir das direkt hier. Das ist doch... Genau, die können wir jetzt eigentlich verbessern. Ja, machen wir danach. Wir teleportieren eh noch hier hin. Oder warte, ich kann ja einfach... Ah, ne, die Mission ist ja schon. Die Borgia haben eine große Anzahl schwerbewaffneter Wachen in den... In der Stadtversammlung, um jeden Widerstand zu vereiteln, geht, leistet ihnen Widerstand, bevor die Rebellen leiden müssen. Alle Ziele unter 15 Sekunden töten. Das ist mir egal. Wenn ich es schaffe, schaffe ich, wenn nicht, dann nicht. Und das ist die Mission, die ich meinte, falls ihr die Grobian sucht, damit es schneller geht. Bis hierhin müsst ihr warten und dann kriegt ihr die Mission, womit ihr das richtig gut farmen könnt, wenn ihr nicht so wie ich das mache, mit Reloaden nehmen, damit man es so früh wie möglich schafft. Also wenn ihr nur geduldig seid, passiert es eigentlich automatisch mit den Missionen. Oh lol, danke für den Teleport. Ja. Wie gesagt, ich bin normaler Player, ne? Wenn ihr nicht sowas habt wie Let's Play aufnehmen oder so, also kein Zeitdruck, finde ich, könnte man einfach die Story zocken. Und dann kann man es einfach nebenbei alles schaffen. Spätestens bei der letzten, ja, letzten, wie soll ich sagen, letzten Sequenz kommen eh die meisten Missionen, die genau dafür vorbereitet sind. Du willst sterben? Gut! Ha, lol. Schön durchgeballert. Genau, der hat mich verbuggt davor, der Idiot. So, habt ihr was Cooles für mich? Oder habe ich alles voll? Nee, mir fehlen noch Dings hier. Ein paar Bolzen. Gebt ihr mir welche, ansonsten gehe ich weiter. 44 Florin. Schade, dass sie nicht mehr haben. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind so Hochangestellte. Und die haben halt einfach gefühlt kaum Florin. Wo ist die Wache? Die Wache liegt hier auf dem Boden, du Dulli. So. Das war eine coole Mission. Sofort so viele Ziele. Also ich... Boah, Junge, wie easy das wäre, ne? Dreimal die Mission maximal spielen, dann hast du schon die Kacke fertig. Mit der Story noch davor garantiert nur ein oder zweimal sogar. Boah, damit habe ich es mir echt schwer gemacht. Wenn ich es nur vorher gewusst hätte. Oder mehr Geduld. Aber na gut. So. Dann haben wir das fertig. Dann können wir uns nochmal teleportieren. Dann können wir, genau, wir können sogar, ja, wir können nicht nach oben teleportieren, ne? Okay, wir können uns näher teleportieren, hier zum Pantheon und dann hoch.
Und dann müssten wir schwimmen, damit wir nicht die Mission aus Versehen erwischen. Und dann erstmal vorher die machen. Genau. Na gut, pass auf, dann machen wir das so. Wir gehen zurück zum Hauptquartier. Wir leveln die einen auf Stufe 10. Und dann... Zack, Junge. Dann haben wir die schon mal hochgelevelt. Plus wir teleportieren und laufen dann dahin. Und haben das dann auch schon mal fertig. Mensch, kannst nicht laufen oder was? Und dann haben wir schon mal das alles fertig. Und dann können wir zum Versteck von Romulus weiter vordringen. Freue mich das alles nur. Ach, warte mal, lass mal kurz die Waffen kaufen. Wir müssen ihn verstecken, damit wir das auch fertig haben, weil es sind die letzten. So, gehen wir mal her. Waffen. Ich kaufe, glaube ich, diesmal ein Mailänder-Schwert. Und dann den... Wisst ihr was? Wir testen mal den Hammer. Ich habe mal ein bisschen Bock auf Hammer-Gameplay. Ich weiß, La Volpes Klinge ist bestimmt geil zu spielen, aber wir wollten sowieso mal den Hammer spielen, einfach nur für die coolen Animationen mit dieser Wucht, ey. Dann sind wir genau richtig. Wunderschön. Das heißt, wir müssen doch keine Waffen wechseln. So, jetzt kommt Rank Up. Können wir das überspringen diesmal? Wir haben schon genug eigentlich gesehen. Genau. Ich glaube, wir können das überspringen, ne? Ne, können wir nicht. Wow, das ist die einzige Animation, die wir nicht überspringen können. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Boah, gefühlt auf den Nagel, ey. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Lädt, es lädt. Boah, an der Stelle leckt es immer so doll mit der Animation, what the fuck. Boah, besser als letztes Mal, aber immer noch nicht perfekt. Gut, dann haben wir wieder eine. So, sind gerade die anderen fertig geworden? Kurz einmal angucken. Bla bla bla, sie wurde befördert, ja, das ist mir klar. Das ist die hier, ne? Genau. Die ist jetzt voll. Wie lange brauchen die noch? 8 Minuten. Oh, das dauert noch. Okay, gehen wir weiter. Warte, wir wollten teleportieren zum Pantheon, damit es schneller geht. Und gerade wurde eingezahlt. Ja, das ist doch gut. Das können wir dann irgendwann auf dem Weg mitnehmen. Dann haben wir das auch. Aber warte mal. Rostan Fioro ist ja näher dran. Oder besser mit geradeausrennen. Alles klar. So, geht weiter, geht weiter. Aber ist echt gar nicht mehr viel, ne? Ist eigentlich heavy. Jetzt ist halt wirklich noch Schlag auf Schlag und dann sind wir schon durch mit dem Game, ey. Was wiederum hammergeil ist. Gefühlt war der Grind länger als die Storys, wenn man bedenkt, ne? Also in dem Spiel haben die ein bisschen andersrum gemacht, weil im zweiten Teil hattest du ja das natürlich nicht mit dem Bauen, sondern nur andere Dinge. Und Geld war mehr nebensächlich. Und hier war das ja mehr so in den Vordergrund gedrückt, das Geld. Aber naja, nicht so richtig. Theoretisch hätte man das auch alles nicht machen müssen. Du hättest auch so durchspielen können. Nur wäre es ein bisschen schwerer, ne? Weil du kein Geld hättest für Rüstung und so weiter. Oh, warte. Da. Hier mal noch. Und dann haben wir das. Wieso? Guck mal, abrollen? Nein. Runterrutschen? Jo. Oder ich meine ausrutschen. Check ich nicht. Na gut. So, dann einmal hier rüber. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio. Wow, wow, nicht abspacken. Dein Ernst? Ich dachte, ach ja, ich hab vergessen, in dem Spiel gibt's ja keinen super High Jump. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. So, da vorne sind wieder die päpstlichen Wachen. Die machen wir nicht. Aber jetzt haben wir das hier auch in Unlock. Das hat mir sonst nur in dieser Erinnerung oder in der einen Mission frei. Davor durften wir nicht rein. Hier sind wahrscheinlich nur die Adligen. Merkt man, wie wenig Leute hier auch sind. Gut, let's get it. Weiter, weiter, weiter. Gehen wir mal auf die Dächer. Oh, die sind überall. Das ist schlecht. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Gehen wir wieder runter. Kein Bock, der eine geht mir so auf die Eier. Für die sind hier mehr Wachen auf den Dächern für ein paar Leute, die adelig sind, anstatt für viele. Und wir müssen sogar trotzdem da hoch. Leck mich doch am Arsch. Er wird sich noch etwas brechen. Maya, der zuletzt nachlacht am besten. So.
So, was kriegen wir denn hier? Abschlussprüfung. Vier päpstliche Garden der Borgia werden heute ihre Ausbildung abschließen. Überbringt ihnen die Glückwünsche der Bruderschaft. Kein Quadrat der Gesundheit verlieren. Okay, okay. Das sind wahrscheinlich die vier da vorne, ne? Keine Gesundheit verlieren. Okay, also so schlecht will ich auch nicht hinausgehen. Ich wollte schon einen Kampf machen, aber ich dachte, ich kann das nur wohl greifen, aber das ist ja das Geile. Du springst genau dann perfekt, so wie du es aus Versehen geaimt hast. Wo bin ich jetzt gespawnt? Ja, danke für den Teleport, what the fuck? Ja, okay, ich kenne jetzt anscheinend die Speedrun-Techniken. Junge. Also Leute, willkommen zum Speedrun. What the fuck, ja, was ist das denn für ein random Port gewesen? Lul, okay. Wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, habe ich sogar den... Hier ist immer noch nicht rein, ne? Genau. Ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter. Wo ist hier denn die offene Stelle? Sag mal. Letztes Mal war hier eigentlich offen. Oder habe ich das übersehen? Nee. Kann man irgendwo reinschwimmen? Auch nicht, ne? The fuck, wo hast du mich hier hingeportet? Etwa so ein super, super langer Weg, oder was? Oder von vorne rein? Warte mal, lass mich mal... Kann ich vielleicht linksrum besser? Nee, da ist auch so eine Wand, ne? Da oben ist auch so eine Wand, da oben ist auch so eine Wand. Kann ich die vielleicht von hier aus töten? Warte mal. Okay, das war's nicht. Wir haben gerade einen Schuss verballert. Na gut. Irgendwo ein Untergrund oder so. Ja gut, Leute, dann machen wir einfach stumpf weiter hier nach rechts. Vielleicht gibt es ja irgendwo dann eine Erhöhung, wo wir einfach durch können. Ansonsten müssen wir einen sehr, sehr langen Weg gehen. Nur um überhaupt wohin zu kommen. Oh, das ist unsichtbar zum Greifen. Wusste ich nicht. Ja gut, suchen wir den Weg, Leute. Ne? Suchen wir den Weg. Irgendwo muss doch eine Erhöhung sein, wo wir vom Turm dann da runterspringen können. Sonst kann ich es gar nicht glauben, dass man die Mission schaffen soll. Also eine Flagge haben wir hier, das ist ja schön und gut, aber wir müssen auch woanders hin. Gibt's keinen Weg rauf? Irgendwie nicht. Pass auf, nehmen wir mal das Boot mit. Gehen wir mal einmal im Kreis. Außer wir dürfen da nicht lang. Dann drehen wir wieder um und dann fahren wir zurück. Dann nehmen wir die andere Seite mit. Ich glaube, das Tor ist wahrscheinlich einfach stumpf offen, oder? So richtig so, er spawnt mich zwar hier. Ich gehe jetzt dem Weg auch nach. Aber wetten, das ist der leichteste Weg davon. Wow, 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 wow. Drehen, drehen, drehen. Das ist nicht. Ja gut, dann halt Stück für Stück wieder zurück. Jetzt geht es jetzt schneller. Gebiet nicht verfügbar. Ja, das habe ich auch kapiert. Sind wir auch ganz, ganz weit, aber erst vor kurzem. Und beim Rudern ist die Draw Distance mal so gering, ey. Die laden so langsam nach, die Entfernung von den Grafiken. Also, hier können wir nicht rein, wie wir gerade sehen. Die päpstlichen Garden töten, das habe ich kapiert. Hier können wir auch nicht lang, da können wir auch nicht lang. Wo zum Teufel ist denn jetzt hier der Eingang? Da oben lang oder was? Ich glaube, warte mal. Das ist jetzt ein Versuch, der ist mir einfach nur so stumpf eingefallen. Mal gucken. Und los, 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 los. So. Oh, das ist jetzt gefährlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht der richtige Weg. Nee. Junge. Wie zum Teufel komme ich da hin? Vielleicht. Jetzt habe ich die Idee mit dem Fallschirm. Von dem Turm da aus. Yep. Wir sollen von dem Turm aus arbeiten. Na gut. Du willst mich verarschen. Schon wieder? Ah, jetzt müssen wir den Weg besuchen. Tja.
Der lange Weg also, mein Gott. Die Tür ist offen. Ey, ich hab doch gesagt, die Tür wird offen sein. Junge, wie doll verarschen wir? Wieso hat er mich nicht hierhin gespawnt? Hier sind nicht mal Wachen. Der spawnt dich da, wo die Wachen sind. Och, Junge. Junge, Ubisoft mit dem masterhaften Troll, oder was? Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wir haben hier kein Problem. Weg mit dir. Dann auf den Turm rauf und dann von dem Tower einfach runter. So, jetzt sollen wir die töten. Pass auf, wir können, glaube ich, einen Double Kill machen. Ach, wisst ihr was? Fickt euch eigentlich. Junge, man macht einen Attentat von dem Fallschirm. Er fliegt runter, macht einen Mario-Jump auf seinen Kopf und stirbt nicht, Junge. Fuck off das Game, wirklich. Das Game ist so salty. Ey, zum Kotzen einfach nur. Wie oft willst du noch machen, ey? Wow, die Range davon. Zuschlagen! Weg mit dir. Ich kann ihn nicht blocken. Okay. Dann nehmen wir halt wieder die Cheat-Waffe. Ich gebe auf. Bitte. Schnauze. Junge, die Mission war so widerlich. Einfach nur unnötig und widerlich. Ja, wir lassen das Tor auf, aber wir sagen nicht wohin. Ja, hier, du kannst zwar vom Fallschirm Attentat machen, funktioniert meistens gut, aber diesmal nicht. Junge. Ey, was ist los mit den Leuten? Da stand sogar Attentat, ich drücke Attentat, der knallt auf seinen Kopf, Mario, Junge. Ach, wenn nicht mal die Steuerung funktioniert, wisst ihr, wie ich meine? Was soll man dann machen? Und wie komme ich jetzt hier raus? Ah, noch einen längeren Weg, okay, warte. Gut, rauf, 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 rauf. Weg mit denen. So, dann auf zum nächsten oder zur nächsten Mission. Das ist ja die letzte. Die machen wir noch gemeinsam. Und dann haben wir einen guten Break, würde ich sagen, für das Versteck von Romulus im nächsten Teil. Weil die dauern ja immer länger. Plus das ist ja die letzte. Das heißt, wahrscheinlich werden die wieder so richtig viel Parcours oder Kampf einbauen. Nur um das als Abschluss zu machen. Komm, man, schaffe ich bis zum Dach, oder? Ja, wenigstens. Dann, hopp. Aber da habe ich echt viel Schaden genommen, ey. Holy shit, ey. Och, Triple Squad. Geht weg. Nicht ins Gesicht. Wohin denn? Gut. 100 an. Junge, das ist echt weit entfernt. Müssen wir hoch? Ich glaube nicht, ne? Bis jetzt noch das Emblem hell leuchten. Das heißt, wir sind eigentlich auf richtigen Kurs. Ja, weiter geht's. Wie alle teure Gewänder hier tragen für die Zeit. So, jetzt müssen wir nach oben. Gut. Und die letzte Antat-Mission, dann sind wir fertig. Jupp, das ist fertig. Die verbessern wir mal. So, bei ihr fehlt noch 2700. Der ist voll. Das heißt, die braucht knapp noch vielleicht so 800 EP. Ja, ein bisschen weniger. 750 sogar ein bisschen weniger. Gut, das sollte eigentlich möglich sein. Auftrag. Gib mir einen 5er Auftrag. Los, 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 los. Lissabon. Nein, Calicut. Hier. 4000. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4. Oh, Leute, die können sogar zu viert. Easy, Junge. Gut, und jetzt machen wir nochmal das andere. The fuck, was ist das denn? Achso, ist bereit. Ja, das wissen wir ja schon. The fuck, doppelt einfach Info.
Kardinaltugend. Die Lakaien der Borgia glauben, sie könnten sich hinter der Kirche verstecken. Statuiert an einem Kardinal ein Exempel. Tötet ihn, bevor er das Allerheiligste von San Pietro erreicht. Nur den Kardinal töten. Und sofort hinter dir der eine schon richtig so auf Aggro. Und du sollst nur den Kardinal töten. Ja, moin. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Sehr guter Save. Der folgt mir einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt hier nichts zu suchen. Aber folgt und will noch mehr Stress. Piss dich. Nice, danke fürs Canceln. Da oben ist eine Wache. Schau, dass die Entfernung nicht steht, wie weit man entfernt ist davon noch. Mein Gott. Die sind ja überall. Wir gehen hoch. Ist hier jemand? Ich sehe noch nichts. Der Senat von Rom richtet einen ernsten Appell an alle Römer, Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kätzchen. Senator de Rossi, das Ding ist, sieht, was gerade passiert. Achso, okay. Ich habe mich gerade vertan. Wenigstens funktioniert es jetzt. Oh, die haben auch sowas. Oh, das war nice. Gefühlt die beste Waffe immer noch im ganzen Spiel. Du musst nichts kaufen dafür. So, weg mit dir. Sparen wir die Munition bei der Pistole. So, Leute. Und dann würde ich sagen, es ist ein guter Stopp. Wir gehen mal kurz in die Gasse, damit uns keiner auf die Eier geht. Oder hier hinten hin. Genau, da hinten gefällt es mir. Wunderschön. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.